Die aufgehende Sonne sieht sehr schön aus. Aber schrecklich heiß ist es hier oben. Die reinste Feuersbrunst tobt ständig auf der Sonnenoberfläche. Nur ein ganz kleiner Teil der gesamten Energie, die die Sonne abstrahlt, gelangt zur Erde. Aber das reicht, um auf der Erde wieder Feuer zu machen. Schaut mal zu. Was ist passiert? Die Lupe konzentriert das Sonnenlicht, das durch sie hindurchfällt, auf einen Punkt auf dem Papier. Dort, in diesem Punkt, wird die ganze Energie des Sonnenlichts zusammengefasst. Man sagt auch, das Licht wird in einem Punkt fokussiert. In dem Lichtpunkt wird es so heiß, dass Papier sich ganz schnell entzündet. Vorsicht bei diesem Experiment, man kann sich dabei ganz böse verbrennen. Das solltet ihr nur zusammen mit Erwachsenen probieren. Jetzt stellen wir das kalte Wasser in die Sonne. Und jetzt stellen wir noch das Thermometer rein. Boah, das ist schon viel wärmer geworden. Die Energie im Sonnenlicht kann Wasser erwärmen. Guck mal, der Taschenrechner hat Solarzellen. Der kleine dunkle Streifen besteht aus sogenannten Solarzellen. Sie verwandeln das Sonnenlicht in elektrische Energie. Und mit dieser Energie wird der Taschenrechner betrieben. Da erscheint also jeden Morgen ein ganz schönes Kraftpaket am Horizont. Wie man seine Energie nutzen kann, das haben wir in drei kleinen Beispielen gezeigt. Kennt ihr noch weitere Beispiele für die Nutzung von Sonnenenergie?